Was geht ab, Freunde? Fragen hat am Start. Es wird bald ein Update geben für Assassin's Creed Valhalla. Ich erzähle euch ein bisschen was darüber, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard, das hier ist ein recht spontan aufgenommenes Eilvideo, weil es sehr schnell schon nicht mehr aktuell sein könnte. Daher kommt das Ganze jetzt ungeschnitten heute sofort brühwarm auf den Tisch. Heute ist der letzte Tag, an dem ich noch nicht beim Friseur war. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich ein Vorher-Nachher-Video machen soll. Das wäre, glaube ich, so der beste Content, den man sich auf dem Gaming-Kanal eigentlich wünschen kann. Wäre dann eher was für ein Zweitkanal. Bin ich early, also Zweitkanal-Nachfrag gerne mal abchecken, wenn ihr Bock habt. Ubisoft hat die Known Issues-Liste geupdatet und zwar vorgestern am 9. März. Und da ist jetzt einiges Neues mit drin. Dafür müssen wir jetzt nochmal kurz in den Kalender schauen. Wann kam der letzte Patch? Nun, der kam genau Mitte Februar raus. Auch kurz vorher gab es ein Update der Known Issues-List. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt mal auf diesen neuen Monat projizieren möchte, könnte es sein, dass der nächste Patch schon nächste Woche rauskommt. Also vielleicht am 16. oder 18. März könnte es soweit sein, dass dann schon auch die Season 2 losgeht in Assassin's Creed Valhalla. Das Ganze ist noch nicht offiziell angekündigt. Bislang haben wir nur hier Folgendes, die Known Issues List. 18 Dinge will Ubisoft fixen, beziehungsweise 18 Dinge weiß Ubisoft. Und da ist so einiges hier mal wieder verewigt worden. Und es ist, glaube ich, jetzt mittlerweile nicht mehr interessant, was im Detail gefixt wird, außer die Game-Breaking Bugs. Hier zum Beispiel Unable to Confirm Kills beim Thor the Fishmonger. Das war dieser Gegner in East Anglia, den man besiegen musste. Das ist ja einer der Ragnar Lodbrok-Nachfahren, sage ich mal. Ist kein Nachfahre, ist einer seiner Dränger. Und den mussten wir ja besiegen, um dann auch an Ragnars Dolch zu kommen. Und wer das nicht bestätigen konnte, der konnte den Dolch nicht bekommen. Das Ganze soll jetzt zum Beispiel möglich sein. Außerdem nochmal was in Jotunheim, in Oxenaforge hier gefixt und so weiter. Dann hier noch teilweise die Gehgeschwindigkeit für die Leute, die Tastatur benutzen, so wie für mich. Ubisoft Connect Weapons Rewards Downgraded in Quality. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was da passiert. Das hatte ich ja schon mal thematisiert und euch auch davor gewarnt, dass ihr die nicht aufwerten sollt. Um Himmels Willen nicht aufwerten, auch bis heute nicht aufwerten. Zum Beispiel den spartanischen Bogen, die Mondlichtaxt. Aber auch teils war davon die Berserkerrüstung aus der Ultimate Edition betroffen. Wertet die Teile nicht auf, bis der Patch raus ist und bis offiziell bestätigt ist, dieser Fehler ist weg. Denn ihr loggt euch neu ein ins Spiel und bam, es ist wieder auf einfachster Stufe ohne Aufwertung. Ihr habt Dutzende von Ressourcen reingepumpt. Am besten habt ihr euch noch die Ressourcen als Mikrotransaktion gekauft, die dann da reingesteckt und dann wurde es zurückentwickelt. Das wäre ja wirklich mal ein Traumsetting, Kappa. Sowas kann da aber passieren. Ja, sowas kann da definitiv passieren. Finde ich sehr, sehr schade. Geht überhaupt nicht und das muss Ubisoft fixen. Gut, dass sie es wissen. Ich habe es prominent in einem Video platziert. Und das dient natürlich auch nochmal dazu, das an Ubisoft zu kommunizieren. Denn eins weiß ich, die gucken die Videos, die wissen das dann, was so los ist. Ja, das sind nur einige Auszüge von den bekannten Fehlern. Ich möchte das Video auch nicht weiter in die Länge ziehen. Ubisoft arbeitet weiter an Assassin's Creed Valhalla. Das ist ein gutes Zeichen. Das Ganze hier eben auf ubisoft.de gezeigt. Das ist ein sehr, sehr solides Zeichen und ich hoffe, dass es bald die Qualität hat, die wir verdienen. Ich bin sehr gespannt auf Season 2. Da verspreche ich euch, wenn die Patch Notes draußen sind, machen wir noch ein vernünftiges Update-Video zu den Patch Notes. Machen einen Release-Stream auf Twitch natürlich. Zu diesem Patch und je nachdem, wann der ist, kann ich euch vielleicht auch wieder ein EMP Assassin's Creed Valhalla Giveaway dazu anbieten. Folgt da gerne auf Twitch rein. Wie gesagt, ich mache das nur auf Twitch, das Giveaway. So, um das hier mal klipp und klar zu sagen, das ist technisch für mich einfacher umzusetzen. Ob das Ganze diesen Monat früh stattfindet oder spät, kann ich noch nicht sagen. Also vielleicht auch erst Ende des Monats dieses Giveaway. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Die Kooperation mit EMP hatte ich ja schon mehrmals erwähnt. Links dazu findet ihr auch hier unten. Ist übrigens jetzt dann ein Affiliate-Link, auf den ihr klickt. Nur, dass ihr es wisst, wenn ihr da draufklickt. Ja, ansonsten, liebe Leute, war es das auch. Das ist so die Eilmeldung. Nächste Woche wahrscheinlich nämlich schon veraltete Informationen.
und nicht mehr relevant für euch. Diese Fehler, die müssen auf jeden Fall weg. Die müssen weg, da kann man nichts zu sagen. Also mittlerweile habe ich auch aufgehört zu sagen, ja cool, dass das passiert so. Mittlerweile sage ich, ja endlich. Das ist so mein derzeitiger Status. Die meisten von euch, die wissen es ja derzeit, spielen wir auch gar nicht mehr Assassin's Creed Valhalla, außer es kommt was Neues raus, weil der Wiederspielwert an der Stelle nicht so gegeben ist. Ich muss sagen, in der Story und im Verlauf des Spiels, da hatte ich schon richtig geile Momente. Ich erinnere mich zum Beispiel auch sehr gerne an die positiven Erlebnisse. Das erste Mal in Nordwege. Holy shit, war das magisch. Dann nach England rüber, die Siedlung, dieses Gefühl, sesshaft zu werden. Dann dieser Prozess, die Siedlung verbessern. Das hat unglaublich motiviert, muss ich sagen. Und diese unglaubliche Motivation ist dann halt, als man das Spiel durch hatte, komplett weg gewesen. Ist aber eigentlich auch okay. Ich habe halt nur was anderes mir erhofft. Ja. Ich bin mal gespannt, was sich noch tut in dem Spiel. Vor allem habe ich mir was anderes erhofft, weil regelmäßig Mikrotransaktionen nachgeschossen werden. Wenn es Game as a Service ist, dann bitte mit Langzeitmotivation. Kann ich nur sagen an der Stelle. Vielleicht stimmt ihr mir zu, vielleicht auch nicht. Lasst in jedem Fall einen Daumen runter da, wenn ihr Döner esst. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Döner sehr gerne esst. Würde ich mich freuen. Und ja, bis später. Euer Peter. Und natürlich hier nochmal die Glocke. Hatte ich ja gerade schon eingeblendet. Ciao, Leute.